Lara, tu dir das doch nicht an. Ich muss mich doch sowieso an seinen Anblick im Fernsehen gewöhnen. Lara, warum hängst du dein Herz an einen Mann? Es macht keinen Sinn, wenn ich wegschalte. Es geht ja nicht ohne Patin. Was? Isabel, ich wollte dich fragen, ob du die Patenschaft für das Kind übernehmen möchtest. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nur, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Wenn du mir irgendwie verzeihen könntest. Ohne dich ist alles so sinnlos geworden. Christian. Gibt sie also doch noch, die wahre Liebe. Danke, Christian, das war wirklich ein echter Liebesbeweis. Darf ich den Fernseher jetzt ausmachen? Hat so traurig ausgesehen. Also ich hatte den Eindruck, Christian hat's ernst gemeint. Ja, ernst gemeint, ja. Eine öffentliche Liebeserklärung, das macht man nicht einfach so. Also ich finde, er hätte andere Gelegenheiten gehabt, zu zeigen, dass Lara für ihn an erster Stelle steht. Arno. Jeder macht mal Fehler. Ich glaube, dass Christian sehr bewusst ist, wie er Lara wehgetan hat. Oder? Was hältst du von dem Auftritt? So, die Herrschaften, zweimal Feldsalat. Dankeschön. Bitteschön, wo du kommst. Nicht, dass du mir gleich wieder abhaust. Wie gestern Abend. Als ich mit der Pizza kam, da warst du halt schon eingeschlafen. Du hättest mich auch wecken können. Ja. Aber jetzt trotzdem. Guten Appetit. Dir auch. Hallo. Marc. Hi. Hallo. Ich will euch nicht stören. Das tust du nicht. Setz dich doch zu uns. Wie geht's dir? Gut. Und was macht der Job? Ich meine, Avatex? Na, das Übliche. Bei dir alles in Ordnung? Clarissa. Clarissa fehlt mir. Tja, ich gehe dann mal Charlie Hallo sagen. Henning! Hallo, Charlie. An den ständigen Heißhunger habe ich mich ja jetzt gewöhnt. Aber dass ich auch noch vergesslich werde, das fängt an, mich zu nerven. Kommst du trotzdem noch rechtzeitig zu dem Arzttermin? Wo ist denn jetzt der verdammte Notarzt? Nimmst du den so lange? Du bist ein Engel. Was ist denn das? Ja, das war ich. Der hat sich vorher selbstständig gemacht. Ja, Scherben bringen ja bekanntlich Glück. So, jetzt komm, sonst kommen wir wirklich nur zu spät. Ja, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, der Mutterpass. Der lag vorhin auf der Couch. Und wieso liegt er da jetzt nicht mehr? Weil du ihn gerade eingepackt hast. Ach ja. Oh Mann, bist du durcheinander. Obwohl, eigentlich kann ich es ja verstehen. Schließlich wird es ja gleich spannend. Spannend? Ich meine, heute können wir auf dem Ultraschall vielleicht zum ersten Mal erkennen, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen. Das will ich vor der Geburt überhaupt nicht wissen. Angelo ist wirklich ein Juwel. Immer freundlich und charmant, vor allem zu den Signorinas. Da habe ich mich jetzt geschmeichelt. Sie dürfen, Angelo, Sie dürfen.
Ich muss wieder zurück ins Label. Macht's gut. Ja, einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. 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 Ciao. Es fällt dir immer noch schwer, Marie zu sehen, hm? Henning? Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals damit abfinden kann, dass sie meine Schwester ist. Ja, das wirst du. Es ist nur eine Frage der Zeit. Immer wenn ich sie sehe, möchte ich sie am liebsten in den Arm nehmen und nie wieder loslassen. Aber es darf eben nicht sein. Wäre es nicht vielleicht besser, wenn ihr euch für eine Weile aus dem Weg geht? Wie denn? Und was soll das ändern? Sie geht mir trotzdem nicht aus dem Kopf. Eines Tages wirst du eine andere Frau kennen. Ja, fällt mir schwer, das zu glauben. Henning, du darfst dich jetzt nicht so an das Vergangene klammern. Du musst nach vorne sehen. Ich weiß, das Gejammere bringt nichts. Ich kann dich so gut verstehen. So. Und jetzt habe ich dich lange genug aufgehalten. Ach, hör auf, ich bitte dich. Mach's gut und Kopf hoch. Mach ich. Tschüss. Kann ich dir vielleicht einen Kaffee anbieten, bis Pia und Christian zurück sind? Ich will keinen Kaffee. Ich will endlich wissen, wann die beiden wiederkommen. Das haben sie mir leider auch nicht gesagt. Aber wenn ich den beiden was ausrichten soll, dann tue ich das sehr gerne. Nicht nötig. Das muss ich persönlich klären. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen, hä? So war der Live-Auftritt nicht geplant. Sag erst mal. Sorry, aber ich... Unprofessionell war das. Glaubst du im Ernst, dass deine Fans sowas hören wollen? Christian kann nichts dafür. Ich habe ihn zu der Aktion überredet. Was? Jetzt wart doch erst mal ab. Du wirst schon sehen, die Sache ist super gelaufen. Werbewirksamer hätten wir gar nicht vorgehen können. Liebesgesäusel. Rumgeflänne vor laufender Kamera. Das ist doch sentimentaler Bullshit. Das denkst du, aber tausende von Mädchen werden das ganz anders sehen. Ach, du sprichst wohl aus Erfahrung? Ja, als PR-Frau. Die wünschen sich doch alle so einen Freund wie Christian, der den Mut hat, seiner Freundin öffentlich eine Liebeserklärung zu machen. Die Mädels wollen einen Popstar sehen. Einen Typen, von dem sie nachts träumen können. Und nicht so ein Weichei, der seiner Freundin nachheult. Lara ist mir wichtiger als alles andere. Christian, nochmal zum Mitschreiben. Von jetzt an hältst du dich an meine Anweisung, bevor du irgendeinen Mist baust, klar? Ich konnte einfach nicht anders. Oh. Ich liebe Lara. Ich will doch nur, dass sie zurückkommt. Ja, ich fand's ja auch irgendwie total süß von Christian. Aber ich bin echt gespannt, wie lange die große Reue diesmal anhält. Das frage ich mich auch. Elisabeth und ich wollten eigentlich ins Theater. Kann man dich allein lassen? Ja, klar. Schon okay. Alexa ist ja da. Ich kümmere mich schon um Lara. Viel Spaß. Trotzdem wäre ich an deiner Stelle vorsichtig. Weißt du, guck mal, nachher lässt du dich auf Christian ein und er lässt dich doch wieder hängen. Aber glaubst du das, was er im Fernsehen gesagt hat? Das war einfach nur eine Show? Nein, der liebt dich. Es war die Frage, ob es dir reicht, wenn er immer nur davon redet. Hey, Entschuldigung, du, ich will dir Christian nicht ausreden. Ich mag ihn ja auch, aber ich finde, seitdem er so berühmt ist, hat er sich irgendwie total verändert. Ja, das stimmt. In dieser Live-Sendung, da war er fast wieder so wie früher, als wir uns kennengelernt haben. So sanft und, naja, eben einfach zum Verlieben. Ja, so kann er ja auch sein. Sonst hättest du dich bestimmt nicht damals in ihn verguckt. Als er bei allen Leuten gesagt hat, dass er mich liebt, da hat er eine Menge riskiert. Mit Beckmann hat er jetzt bestimmt tierischen Ärger deswegen. Oh Mann, ich würde es euch so wünschen, dass ihr wieder zusammenkommt. Aber bitte sei vorsichtig. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Lass dir auf keinen Fall wieder wehtun, ja? Guten Tag, die Herren. Frau Schneider, schön, dass Sie uns besuchen. Und wie elegant Sie aussehen. Der Hut steht Ihnen fabelhaft. Vielen Dank. Morgen gehe ich zum Pferderennen und da wollte ich es mir nicht nehmen lassen, dieses Prachtexemplar mal vorzustellen. Die Damenwelt wird von Neid erblassen. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Oh nein, vielen Dank. Ich muss leider gleich wieder weg. Von dem Rennen habe ich gehört. Ist das nicht im Rahmen dieser Wohltätigkeitsveranstaltung? Genau. Und ich wollte dich fragen, ob du mich begleitest.
Lass uns doch zusammen hingehen. Beatrice hat sicher auch Lust dazu. Ach bitte, ich weiß nicht. Es ist das Ereignis des Jahres, Henning. Ja, eben drum. Ach bitte. Ich habe mir diesen Hut nur für dich angeschafft. Aber ich habe ihn doch jetzt schon gesehen. Und ihr werdet auch sicher ohne mich viel Spaß haben. Ich würde mich aber freuen, wenn du mitkommst. Na ja, wo du doch Pferde so liebst. Hast du denn vergessen, wie viel Spaß wir früher auf der Rennbahn hatten? Nein, Simon. Ich will nicht wissen, was es wird. Der Wisch steckt in einem Umschlag, den ich nicht anrühren werde. Okay. Dann grüß Nina. Und wir telefonieren nochmal. Alles klar, bis bald. Viele Grüße von Simon. Oh, danke. Er kommt in ein paar Tagen nach Düsseldorf und bleibt dann bis zur Geburt. Super! Wenn ich euch beide nicht hätte. Sag mal, bist du wirklich nicht nur ein klitzekleines bisschen neugierig, was da drin steht? Aber Simon. Simon will doch bestimmt wissen, was es wird. Isabel? Naja, ich meine ja nur, er ist ja immerhin der Vater. Ja, und er wird früh genug erfahren, was es wird. Bist du jetzt enttäuscht? Nein. Oh Mann, als Patentante muss ich doch wenigstens wissen, ob ich hellblau oder rosa kaufen soll. Also, wenn es dich so brennend interessiert, dann schau du doch nach. Schließlich genießt du ja gewisse Privilegien. Nein. Nein. Nein, nein, wenn, dann musst du den aufmachen. Dass du es mir irgendwann verzeihst und es tut mir alles so schrecklich leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nur, ich liebe dich. Und Simon kommt echt nach Düsseldorf? Mhm. Und ich hoffe, ihr kriegt euch nicht direkt am ersten Tag in die Wolle. Morgen? Simon kommt. Es wird auch Zeit, dass sich um das Kind kümmert, finde ich. Sei schön lieb. Ja. Oh, schön, der Papa kommt. Gibt's denn heute den Brotkorb? Mhm. Danke. Immer geht's noch. Tut mir leid. Keine Sorge, wir vertragen uns. Wir sind ja zivilisiert. Oh, hallo. Und tschüss. Morgen. Frische Brötchen. Toll. Mein Lieblingsbruder hat mir gerade das beste Stück Brot weggegessen und ich hab Höllenhunger. Ah, wie ich sehe, du bist standhaft geblieben. Mhm. Liebesbrief? Ja. Von meiner Ärztin. Hier steht drin, ob ich einen Jungen oder ein Mädchen bekomme. Also ich tippe auf. Ich möchte es gar nicht wissen. Warum nicht? Ja genau, warum nicht? Ich möchte mich überraschen lassen. Hauptsache, das Baby kommt gesund zur Welt. Das ist klar. Aber wenn ich wüsste, was es denn wird, dann könnte ich als stolzer Onkel die Kleine doch schon mal im Boxverein anmelden. Du bist so neugierig. Und du auch. Ihr könnt ja noch eine Weile rumrätseln. Ich muss jetzt ins Nulimitz. Tschüss. Ich trinke nur noch meinen Kaffee aus, dann komme ich auch, ja? Huhu. Man trifft selten so viele alte Bekannte auf einen Schlag. Ich freue mich auch, mich mal wieder zu amüsieren, nach all dem, was war. Daran bist du nicht ganz unschuldig, wenn ich dich erinnern darf. Bitte, jetzt fang doch nicht hier wieder damit an. Hm? Henny, schön, Sie wiederzusehen. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Ah, Sie müssen uns entschuldigen. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wer unsere heimlichen Favoriten sind. Habt ihr denn schon gewettet? Oh, nein. Wollen wir zum Wettbüro? Ja, ich will nämlich auf Tricky Dick setzen. Toll, toll, toll. Bis gleich. Nimm es mir nicht übel, Charlie, aber ich glaube, ich verschwende wieder. Nein, Henning, das kommt nicht in Frage. Auf wen sitzt du denn? Leider. Bezaubernd sehen Sie. Oh, vielen Dank, gut, dass ich Sie treffe. Ich müsste etwas mit Ihnen besprechen. Ja, gerne.
Setzen Sie auf die 3. Filiana. Was? Warum sollte ich? Das werden Sie schon noch merken. Das gibt's doch gar nicht. 6 Richtige im Lotto, wurde aber auch langsam Zeit. Ich kann meine Skilehrerprüfung machen. Auf einem Gletscher bei einem absoluten Skiass. Und wo willst du einen Skiunterricht geben? Hier ist doch alles platt. Vielleicht gehe ich ja mal eine Saison in die Berge. Cool. Und wann geht der Kurs los? Wow, morgen im Kaunertal. Ganz schön kurzfristig. Ja, kann ich das überbringen? Wieso denn nicht? Weil mein kleiner Bruder dann vielleicht Blödsinn in der WG macht, während ich weg bin. Ich bin ganz brav, Mutti. Mhm. Und du gehst auch einkaufen, wenn du dran bist. Ja. Na, das wollen wir gleich mal testen. Also schreibe auf. Wir brauchen Getränke. Ja, und der Kühlschrank ist doch bestimmt auch schon wieder fast leer. Morgen zusammen. Morgen. Sag mal, hat irgendjemand angerufen, Alexa? Falls du Lara meinst, nein. Hat sie meinen Fernsehauftritt überhaupt mitbekommen? Mhm. Ja, und was hat sie gesagt? Klang jedenfalls nicht gerade so, als wenn sie dir gleich wieder in die Arme fliegen will. Du glaubst aber nicht im Ernst, dass ein blödes Gelaber sie beeindruckt hat, oder? Hat dich irgendjemand gefragt? Nein. Hättest du aber besser tun sollen. Ich weiß nämlich, wie man mit Frauen umgeht. Jetzt kommen wir wieder runter. Geh mir an aus der Sonne, ja? Wir wollten eh gerade los, komm. Schönen Tag noch, Popstar. Blödmann. Aber irgendwie hat er ja recht. Aha. Warum sollte Lara mir verzeihen, nur weil ich ihr im Fernsehen eine Liebeserklärung mache? Hm? Ja, klar. Du warst doch gestern mit Mariam Schneiders. Mhm. Wie war's denn? Ich spiele halt den guten Freund vor. Aber Gott sei Dank kauft sie mir das ab. Dann hat sie immer noch keine Ahnung, dass du dich... Nein. Das ist doch besser so. Wäre doch sowieso völlig aussichtslos. Hm. Olaf. Hi. Was? Nee. Nein, das kann echt nicht sein. Ich habe das Geld vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen überwiesen. Wirklich. Ja. Ja. Ja, okay. Alles klar. Bis dann. Ciao. Da soll noch mal einer sagen, Frauen seien nicht neugierig. Ich habe nicht reingeguckt. Nein, natürlich nicht. Du wolltest nur gucken, ob der Brief nicht durch Zufall an Patentante Isabelle adressiert ist, oder? Mann, ich würde schon gern wissen. Dann mach den Umschlag auf. Jule hat zu dir gesagt, dass das okay ist. Stimmt. Ich verpfeife dich auch nicht, ehrlich. Ach nee, dann ist Jule bestimmt enttäuscht von mir. Ich habe ihr versprochen, bis zur Geburt mit zu warten. Aber nicht, dass du mir von Neugierde platzt, bevor das Kind auf der Welt ist. Hm? Okay. Dann grübel weiter, was du machen sollst. Ich muss jetzt leider zur Bank. Also. Tschüss. Tschüss. Das Feld wird weiterhin angeführt von Garon. Dein viertes Garon dicht auf den Fersen. Vielleicht wird es ja noch Zweiter. Zweiter? Filiana wird gewinnen. Immer noch an der Spitze Garon. Tu was an, jetzt kommt sie richtig in Fahrt. Deine unbekannte Ratgeberin scheint sich ja echt gut auszukennen. Du willst mir erzählen, du hättest keinen Spaß mehr am Pferderennen? Martin, das habe ich nie behauptet. Los, los und streue dir Pfeffer in den... Charlie. Filiana Garon. Habt ihr das gesehen, wie sie vorbeigezogen ist? Gratuliere dir, Henning. Danke. Sehr gut, Dick. Lara. Kann ich reinkommen? Ja, Entschuldigung. Willst du dich nicht setzen? Ich wollte dich... Ich hab so gehofft. Das, was du im Fernsehen gesagt hast. Dass es dir leid tut und dass du mich liebst. Stimmt das? Ja, klar.
oder war das ernst gemeint? Wirklich? Lara, ich wollte dich nicht verletzen. Ich weiß selbst nicht, wie ich so einen Scheiß bauen konnte mit diesem Mädchen. Entschuldige. Du bist die tollste Frau, die ich je getroffen habe. Und als du dich von mir getrennt hast, das war für mich, als hätte mir jemand komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Lara, ich liebe dich über alles. Meinst du, wir können es nochmal miteinander versuchen? Ich weiß nicht. Falls du Angst hast, dass ich dich von meinen Fans verleugne, ich verspreche dir, das wird nie wieder vorkommen. Du wirst dir damit deine Karriere vermasseln. Na und? Du bist das Wichtigste. Wenn mich jemand sucht, ich bin kurz in der Küche. Jupp. Danke übrigens, dass ihr mir so schnell freigegeben habt. Sonst hätte ich das Kaunertal abhaken können. Solange du in den letzten 6 Wochen vor Julius in Bindung da bist. Klar, ich lass mich doch nicht hängen. Hi. Hi. Hallo. Und? Rosa oder blauer Strampler? Ich sehe dir doch an, dass du in den Umschlag reingeguckt hast. Mach's doch nicht so spannend. Du hast mir erlaubt, in den Umschlag zu gucken, nicht dir. Ich will ja auch nicht reingucken, ich will's nur wissen. Also grob, du bekommst eine kleine Nichte. Ja. Vielen Dank. Wenn ich dich verloren hätte, ich glaube, ich hätte mir das niemals verziehen. Du bist echt meine ganz große Liebe. Meinst du, wir kriegen das wieder hin? Ich enttäusche dich einfach nicht wieder. Versprochen. Lara? Hm? Danke. Dass du mir noch eine Chance gibst. Nicht rangehen? Nee, der Moment gehört uns. Ich würde dich am liebsten nie wieder loslassen. Hi Christian, hier ist Sven. Glückwunsch. Deine Liebeserklärung war ein Riesenerfolg. Die Händler bestellen stapelweise CDs nach. Echt klasse. Und deine Freundin, ach, die frisst dir doch bestimmt wieder aus der Hand, oder?